Calais. Die Abdrücke an ihrem Hals. Sie wurde erwürgt. Zumindest kann ich Bree die Tasche bringen. Der Mörder hat also versucht, Calais von der Klippe zu stoßen. Deshalb fand der Suchtrupp auch ihr Instrument unten am Fluss. Calais wehrte sich und wurde dann erwürgt und hierher gezerrt. Die Samentasche der Mörderin. Dann kann man sie identifizieren. Vielleicht wissen ja Fane und Kel in Reinklang, wem diese Tasche gehört. Werde ich bald brauchen können. Auf diesem Weg stieg der erste Utaro den Berg hinunter. Der Pfad ist wohl größtenteils weggebrochen. Geschafft!
Solltest du nicht im Wachdienst sein? Wir alle betrauern Calais' Tod. Aber wir müssen nach vorne schauen. Nein, nicht bevor ich von Aloy höre. Ihre Tasche. Du hast sie. Bree. Sie ist nicht gestürzt. Das war Mord. Was? Ich bin hoch zum Sporn gegangen. Dort war Calais und auch die Leiche ihrer Mörderin. Das ist unmöglich. Der Suchtrupp hat dort gesucht. Da war nichts. Die Leichen waren in einer anderen Lichtung. Und dort hat niemand gesucht. Als ein Pirscher sie anfiel, wollte sie gerade Calais' Leiche verstecken. Wer war sie? Ich hoffte, ihr wüsstet das. Das ist ihre Samentasche. Die gehört Lina. Sie ist Kells Lehrling. Das verstehe ich nicht. Warum tat sie das? Fragen wir doch Kell. Aber sie... Hey, du! Wo ist Kell? Sie ist durchs Osttor gegangen, vor rund einer Stunde. Sie geht nach Hause. Sommerwind. Sie läuft weg von ihr? Aber sie muss vor Gericht. Ich hol sie ein. Wohin muss ich? Da ist eine zerstörte Siedlung an der Südgrenze. Dort wuchs sie einst auf. Wir holen erst noch die Wache und versuchen, dich einzuholen. Sommerwind sein. Aber wo ist Kell? Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Jetzt weiß es jeder. Es war nur eine Frage der Zeit, als du die Klippe hoch bist. Du hast dem Mann, dessen Frau du ermordet hast, gesagt, er soll nach vorn schauen. Ich habe doch nie gewollt, dass es so weit kommt. Warum dann? Calais säte die Saat der Zwietracht. Sie wollte, dass die Utaru Rheinklang verlassen. Dass wir unsere Heimat verlassen. Wäre es dazu gekommen, wäre das am Ende zerstörerischer gewesen als jede Krankheit oder Maschine. Du befahlst ihren Tod? Alles hat seine natürliche Ordnung. Wachstum, Verwesung, Tod. Das ist der Lauf der Dinge. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln. Also beseitigte ich, was uns bedrohte. Und es tut mir aufrichtig leid. Doch jetzt ist es vorbei. Ich sorg dafür, dass du für das verursachte Leid bezahlst. Zu spät. Du wolltest Calais' Meinung unterbinden. Meinst du, es nutzt den Traditionen, wenn die Leute davon hören, was du getan hast? Nein. Und du bist weg und kannst nichts mehr dagegen tun. Nein! Sie musste vor Gericht. Calais verdient Gerechtigkeit. Kell dachte, dass mit Calais ihre Ansichten sterben.
Widerleg das. Das wäre Gerechtigkeit für Calais. Es ist nicht viel. Aber bitte nimm das hier. Als Dank. Ich muss mich nicht mehr auf ewig fragen, was wohl mit Calais passiert ist. Wie eine Seuche. Drei unserer Leute sind tot. Und wofür? Ich geb's zu. Ich wollte dich nie unter uns. Aber jetzt sieht es aus, als müsse ich dir danken. Du hast uns die Fäulnis gezeigt, die hier um sich griff. Tut mir leid, dass es so kommen musste. Die Fäulnis ist jetzt weg. Neues kann wachsen. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Was für ein Glück, dass du hier bist, Fremde. Ich bin Jax. In der Höhle, da sitzt ein Trupp von Tenakt. Die haben wohl Ärger. Mindestens ein Verletzter. Ich will ihnen helfen, aber die Tenakt könnten so ein Angebot als Beleidigung verstehen. Auch wenn sie Hilfe brauchen. Unterstützt du mich? Ich sah dich vor dem Chor sprechen. Ich weiß, du kannst überzeugend sein. Und wenn es hart auf hart kommt, bin ich mit deinem Speer an meiner Seite stärker. Ich werde es versuchen. Du da! Das Lager gehört dem Adlertrupp. Verschwinde oder stirb! Ruhig, Adler. Ich will nicht kämpfen. Nur verhandeln. Du kennst unser Zeichen dafür? Lasst uns rein, dann reden wir. So weit, so gut. Ihr seid weit weg von der Wüste. Was? Die Person wurde geblendet? Mann, dir entgeht auch gar nichts. Offenbar ist eure Trainingsmission nicht gut gelaufen. Wir wollen euch helfen, wenn ihr annehmt. Woher weiß ein Utaru von unserer Trainingsmission? Er kannte auch das Verhandlungszeichen. Er ist kein Utaru. Oder Tenakt. Er muss ein Veteran sein. Ein Veteran? Dachte, von denen gibt's keine mehr. Wir brauchen keine Hilfe von kaputten Bauern. Wenn ich mich nicht täusche, sieht das ganz anders aus. Schwester. Klingt, als möchten sie uns nur helfen. Warum denn nicht? Was haben wir zu verlieren? Ihr seid auf einer Trainingsmission? Maschinenjagd. Ein letzter Test, bevor ein Trupp den aktiven Dienst beginnt. Alles ist gut gelaufen. Wir konnten einen Krallenschreiter stellen. Aber er floh in eine Herde Dornrücken. Einer stürmte wild los. Corey konnte gerade noch ausweichen und gab dem Vieh eins mit. Ich traf einen Säurekanister. Das war wie Feuer in meinen Augen. Schreckliche Wunde. Ich hätte nach vorne gehen und die Herde sehen müssen. Nein, ich hätte den Kanister sehen müssen. Was ist ein Veteran? Ich wurde als Tenakt geboren, dann aber gegen Tribut den Utaru gegeben. Tribut? Als es noch viel gab, boten die Utaru den Tenakt jährlich Nahrung, um den Frieden zu wahren. Irgendwann wurden bei diesem Tribut Menschen ausgetauscht.
Die Tenakt brauchten fähige Jugend für ihre Clankämpfe. Und die Utaru, erfahrene Veteranen zur Ausbildung ihrer Verteidiger. Und so ein Soldat war ich. Mit Betonung auf war. Vielleicht brauchst du meinen Speer ja doch noch. Was braucht ihr? Vorräte. Dörrfleisch, Munition, Waffen, Lagerausrüstung. Recht viel für eine Reise zurück in die Wüste. Alles, was wir brauchen, ist in Flusswacht. Da liegt noch eine Menge Kriegsbeute rum. Reste von der Schlappe. Die Schlappe? Als unsere Truppen die Kaja nach Fahrlicht vertrieben, ließen sie die Falken die Niederlage spüren. Das tat weh. Marschall Kenira erschoss fliehende Kaja von einem Turm in Flusswacht aus. Ihr Trupp sammelte die Beute. Das Zeug liegt einfach so rum und wartet auf uns. Da streifen tödliche Maschinen herum. Und die Ruine steht auch kurz vor dem Einsturz. Du meinst, Maschinen und Ruinen können den Adlertrupp aufhalten? Nein, aber diese Wunden. Jax und ich holen euch die Vorräte. Das ist unsere Mission. Die überlasse ich doch keinem... Na gut, komm mit uns. Gut. Ihr drei haltet hier die Stellung. Bis später. Pass auf dich auf. Zur Ruine geht's da lang. Wenn wir erst die Vorräte haben, wird alles wieder gut. Das kommt für später zum Vorrat. Was sagst du? Was soll das bitte heißen? Der Zustand deines Bruders ist... Das ist nicht dein Problem, Bauer. Was sagst du? Sag das nicht ständig. Ganz ruhig. Wir wollen doch nur helfen. Das sagst du. Wir müssen den Fluss überqueren und das Fremdenlager an der Straße meiden. Eindringlinge. Sie sind Fremde in diesen Landen, genau wie ihr, Adler. Oh. Stimmt das nicht? Ich hasse es, nach Vorräten. Sie ist hart wie ein Verwüster. Das habe ich gehört. Wir sind da. Der Eingang sollte unter dem Bogen da sein.
die letzte. Das hatte ich im Griff. Könntest dich auch einfach bedanken, Jungspund. Ich hätte es besser hinbekommen, wenn ich nicht auf dich aufpassen müsste, Opa. Geht's mir nicht gut. Der Bauer hat seinen Kampfgeist wohl doch noch nicht verloren. Die Vorräte liegen da oben. Das ist verdammt hoch. Höhen schrecken den Adlertrupp doch nicht ab. Was willst du damit sagen, Opa? Genug. Ich war schon mal auf dem Turm. Ich hole uns die Vorräte. Komm, mal sehen, ob wir die Maschinen zerlegen können. Vielleicht bringe ich dir da mal was bei. Was soll ein Bauer denn bitte dazu wissen? Ich habe Jahrzehnte Erfahrung und dich gibt es erst sehr kurz. Okay, ich muss einen Weg in die Ruinen finden. Das Vorratslager dürfte ganz oben im Turm sein. Aber wie komme ich da hoch? Weiter oben sein. Das sind sie also? Werden nicht lange reichen. Kann man echt nicht alleine lassen. Jax und Sokora haben Ärger. Ich muss schnell...
Jax und Sokora. Ich muss da rein und diese Maschinen erledigen. Kampfadler, obwohl du das Ding nicht hättest provozieren müssen. Was hast du gefunden? So gut wie gar nichts. Sokora, es gibt hier Nahrung für circa einen Tag und ein paar vertrocknete Heilkräuter. Da sollte doch mehr sein. Genug für... Ihr wolltet nie wirklich nach Hause gehen, nicht wahr? Wie meinst du das? Ein Blinder kann nicht kämpfen. Und wer nicht kämpfen kann... Die Tenakt werden Cory töten, weil er blind ist? Er muss gegen eine Maschine kämpfen. Das halten sie für würdevoller. Es ist dennoch ein Todesurteil. Ihr wolltet mit den Vorräten also in der Wildnis leben. Ich dachte, es würde für den Anfang reichen. Können Sie nicht in Rheinklang bleiben? Rheinklang kann jetzt schon selbst kaum genug. Der Chor würde das nie erlauben. Wir sollten zurück. Ich bringe den Jungspund heim. Wir treffen uns an der Höhle.